dass wir in unser Apartment reinkommen. Code dürft ihr nicht sehen. So, guck mal, ganz gemütlich einer. Tada, wer sitzt hier? Hi, du auch hier. Eine inspired. Hello and welcome to our apartment. Wir haben vor kurzem ein Apartment-Video gemacht, wir machen wieder eins. Unsere ganzen Pläne sind durcheinander, weil ich morgen nach Österreich fliegen muss. Das Apartment ist auch nicht so wie vorgestellt. Deshalb gibt es heute eine Challenge, passend zum Weird Apartment. Kannst du gerne erklären? Wir machen daraus Floor is Lava. Jenny erklärt das Apartment, ohne dass es am Boden steht. Ja, wir haben uns gedacht, wir machen der Floor is Lava und zeigen euch das Apartment, das eigentlich nicht so viel zum Sehen gibt. Es ist nicht zu vergleichen wie unser letztes Apartment. Ein bisschen enttäuschend, trotzdem hübsch. Und dann würde ich mal sagen, wir fangen an. Der Floor is Lava, das heißt, ich darf den Boden nicht berühren. Übrigens hat uns am ersten Tag ein unerwarteter Gast hier einen Besuch abgestattet. Wir sind vom Spaziergang heimgekommen, machen die Tür auf einmal am Boden. So eine Kakerlake und wir haben es nicht geschafft, dass wir sie irgendwie wegschießen, sondern die ist vor uns einfach reingekrabbelt. Also die Kakerlake befindet sich da irgendwo, deshalb the floor is lava. Let's go! So, die erste Herausforderung wird ein bisschen schwierig, glaube ich. Ha? Yes. Der Floor ist Kakerlake und ich darf mir jetzt einen Joker aussuchen, oder? Es gibt yes. Joker, ich hab's euch nicht gesagt. Also für den unteren Bereich machen wir das. Was ja, sonst? Für den unteren Bereich, es gibt zwei Stücke. Also Joker Nummer 1, bitte. So, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Couch Nummer 1. Dankeschön. Das ist Couch Nummer 1, da gibt es irgendwie nicht mehr außer das, da gibt es einen kleinen Spiegel. So eine Konsole, sah auf dem Foto ganz anders aus, viel gemütlicher. Es läuft aber voll gut nach Kokos, das muss man schon sagen. So, jetzt geht's ab auf die zweite Couch. Zweite Couch ist sehr rutschig und ich bin ein paar Mal da gesessen und habe am Laptop gearbeitet, habe meine Ruhe gehabt, meine Cola habe ich da stehen gehabt neben dem Knockout Mother. Kein Teppich, kein Tisch, nur so ein Bild. Playa de Andalucía. Ich glaube, jetzt muss ich darüber. Dann geht es nach oben. So, jetzt geht es auf in den ersten Stock. Also, ich bin nicht am Boden, okay? Der Boden ist da unten. Ich gehe nur die Stirn einfach. Ich schummle nicht. Nee, nee. Das schaut schon mal ziemlich fancy aus. Wie in so einem Loft, finde ich. Das ist voll geil mit einem Lift da seitlich. Da vorne geht es noch weiter. Wo ist Jenny? Hä? Jenny, bist du da drin? Also das ist schon mal das erste Fail bei diesem Apartment, dass auf den Bildern der App es angezeigt wurde, dass das da unten unser Bereich ist und das da, der weiß, ist unten einfach nur so ein Gemeinschaftsraum, so ein, weiß ich nicht, Hausflur, wie auch immer. Und es schaut da alles aus wie in der Wohnung, aber das gehört halt nicht zu unserem Apartment. Das da ist unser Apartment, okay? Wir befinden uns mitten im Wohnzimmer. Da draußen leitet irgendwie die ganze Zeit an. Ich weiß nicht, man hört das alles auf der Straße. Die ganzen Leute, die Hunde. Es ist voll eine lebendige Stadt. Ja, wir sind mitten im Zentrum an. Ich bin auch mitten im Zentrum von unserem Apartment. Yes, das Wohnzimmer. Nicht spektakulär, auch nicht recht hässlich, aber es geht halt. Okay, dann kannst du mich jetzt so aufmachen. Ja, ich sitze vor dem Fernseher. Was soll ich da sagen? Keine Ahnung, es gibt einen Fernseher. Beim letzten Mal haben wir keinen Fernseher gehabt. Wir haben ihn meistens eh nicht eingeschaltet oft gerade, aber so Hintergrundgeräusch auf und so ist nicht schlecht. Dann ist da so ein kleines Ablage, Carport, Vitrine. Auch nicht unbedingt süß dekoriert oder so. Also es ist echt fett, voll die Liebe zum Detail. Dahinter euch befindet sich ein Balkon und ich habe meinen Sessel rausgestellt und mein Nachtkästchen. Und da tue ich mein Telefonieren und die Leute beobachten. Wir gehen jetzt ins Schlafzimmer. Ich hoffe, ich kann wieder draufstehen. Das wackelig ist. Hier ist ein Schlafzimmer. Und das Bett? Es schaut ja sehr minimalistisch aus. Schlafst du gemütlich in dem Bett? Das schon. Also das hat man nicht gedacht. Das schaut zwar sehr so Beistellbettmäßig aus, aber ich schlafe voll gut. Ich habe das Gefühl, es fängt Schuhe passt drin.
Feng Shui. Du schaust da voll gut, du kannst in der Früh gar nicht aufstehen. Normalerweise steht er gern früh auf. Oder? Nein, ich stehe nicht gern früh. Okay. Du kannst früh aufstehen, ich habe da ein bisschen meine Probleme, aber da schlafen wir richtig gut. Es ist nicht viel in dem Raum, es ist eben ja, dieses Bild. Hier befindet sich Whisky, sein Koffer und rechts mein Koffer und unsere Sachen. Also das Notwendigste haben wir rausgelegt und in diesen offenen Kleiderkasten eingeräumt. Da ist ein Balkon und wenn man das aufmacht, hat man einen wunderschönen Ausblick auf ein Gitter. Schau, wie im Gefängnis. Aber irgendwie süß. Geht's weiter? Yes. Ich wollte nur sagen, dass das Gitter mich zum Beispiel gar nicht stört. Ich finde, das ist viel typisch für Großstädte. Spanien und Großstädte, ja. Stört mich gar nicht. Wenn man da eine funktionierende Klimaanlage, schaut eigentlich gerade unbedingt sexy aus, aber besser als in Portugal, sie funktioniert. Und jetzt geht's wieder zurück ins Wohnzimmer. Ui, warum ist der Sessel so weit weg? Hey, ich kann ja für den so schieben. Darf man das? Die Couch ist unspektakulär. Da haben wir voll viel Geschirr für 1000 Leute. Ich muss ehrlich sagen, wir kochen da überhaupt nicht. Weil es irgendwie, wir sind nicht wirklich dazu gekommen und weiß nicht. So unappetitlich ein bisschen. Ja, ich meine, wir wollen jetzt ja nicht auf Luxus tun, aber ja, es macht halt wenig Bock da zu kochen. Aber wir sind jetzt ein paar Tage da. So, das ist unser Schreibtisch, eigentlich Esstisch, aber wie gesagt, wir essen ja da nicht. Also wir dann eher arbeiten. Joghurt haben wir da gegessen. Nein, nicht einmal das ist das. Wir haben noch gearbeitet da. Das ist die Küche, eine Waschmaschine, ein leerer Kühlschrank. Absolut leer. Ich muss auch ehrlich sagen, das ist viel witzig, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass das irgendwie nicht so arg hübsch ist, bemühen wir uns jetzt auch nicht gerade, was die Ordentlichkeit anbelangt. Was sagst du? Ja, es macht weniger Spaß immer. Irgendwie schon. Und man sieht das auch voll, also das Bad ist irgendwie das... Nicht hübscheste. Ja, irgendwie. Ja. Aber ich würde es gar nicht so umgekommen, es war relativ für das Luxusgirl. Nur es ist einfach im Vergleich zum ersten anders. Aber es ist okay. Die Dusche ist sehr provisorisch gemacht. Das da habe ich schon ausgehängt. Die Tür geht nicht mehr zu, danke, Jenny. Also ist zumindest ein Spiegel da. Ja, und da ein bisschen Ablageplatz, aber das war's. Mir muss gar nicht auskommen, was kriege ich, wenn ich die Challenge erreiche. Ja, wenn ich die Challenge schaffe, weil ich glaube, ich habe es geschafft. Du kriegst ein Cappuccino von mir. Ein Cappuccino? Okay, passt. Deal. Es geht wieder zurück. Zur Couch. Irgendwie sind die Steckdosen in dem Apartment auch voll mager verteilt. Da sind zum Beispiel 4 und sonst siehst du keine einzige Steckdose. Hinterm Fernseher sind noch 4. Ja, eben auf einen Fleck mehrere. Aber ja, es ist trotzdem okay, man hat sich ein bisschen dran gewöhnt. Auf Sevilla allgemein kann ich sagen, es ist vor allem am Samstag eine sehr schöne Stadt, wo viele Leute draußen tanzen. Viel Flamenco. Und es ist auch ein bisschen so ein leichtes Herbstfeeling, finde ich auch, obwohl es voll warm ist. Es ist wärmer als in Portugal in Dusch. Aber es ist echt empfehlenswert, zu der Zeit auch nach Sevilla zu reisen. Es ist alles sehr verwinkelt hier. Das habe ich in der Insta-Story gesagt. Es ist so witzig, wir sind halt mittendrin und am Anfang, am allerersten Tag, sind wir solche Umwege gegangen, bis wir dann später gecheckt haben. Ich glaube, erst am nächsten Abend dann. Das alles in der Nähe ist, aber es ist so verwinkelt. Die Gassen sind voll eng und voll ruhig und wenn man da durchgeht, auf einmal kommt so ein riesiger Platz mit voll vielen Leuten. Also wirklich spannend. Es gibt halt mehrere Plätze in Sevilla. Du gehst durch die Gassen halt durch. Da ist einfach voll ruhig, so tote Stimmung. Und dann auf einmal kommst du auf einen Platz, da sind tausende Leute. Dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss. Was heißt tschüss? Adios. Adios.